Raffaella Raab probiert sich jetzt auch als Sängerin. Die Österreicherin ist vor allem für ihre militanten TikTok-Videos bekannt, in denen sie versucht, Menschen vom Veganismus zu überzeugen. Doch nun möchte sie auch außerhalb der Kurzvideoplattform auf die Rechte von Tieren aufmerksam machen. Raffaella wagte den Weg ins TV und hofft, die Jury mit einem selbstgeschriebenen Tierschutzsong zu begeistern. Doch ist ihr das gelungen? Vor ihrem Casting hatte die 26-Jährige ihre Konkurrenten gefragt, ob sie vegan seien und wenn nicht, warum. Im Studio ging es damit weiter, bevor sie überhaupt einen Ton gesungen hat, fragte sie Juror Pietro Lombardi, ob er selbst Tiere töten würde, nachdem dieser gestanden hatte, vorher zwei Schnitzel verzehrt zu haben. Ich nicht. Das habe ich ja nicht gelernt, antwortete der einstige Casting-Showsieger, woraufhin Raffaella ihm einen bösen Blick zuwarf. Ob sie das ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat? Denn mit ihrem Gesang konnte sie die Jury nicht überzeugen. Gesanglich ist das nicht so doll, viermal nein, urteilte der Chefjuror Dieter Bohlen. Das Netz amüsierte sich über den Auftritt der Ärztin prächtig. Die Veganerin bei der SDS ist der Hammer.